Ich musste in jedem Training an oder über meine Grenze gehen. Ja, diese 2 Jahre Profi bei Bayern haben dann eben bei mir schon ausgelöst, dass ich das vielleicht auf diesem Niveau nicht mehr so möchte. Der Leistungsdruck als junger Spieler ist enorm. Stefan Leitl über seine Anfänge und seinen Weg zum Fußballtrainer. Heute in Erzähl mal. Ich habe mit 16 Jahren meine Berufsausbildung begonnen, habe gleichzeitig Fußball gespielt. Bin in Unterhaching dann auch zum Juniorennationalspieler geworden und das war für mich in Summe dann sehr, sehr viel Anstrengung mit natürlich auch dann dem Rückwechsel zu Bayern München. Als dann die Abschlussprüfungen begannen, in dem Jahr bin ich Fußballprofi geworden und habe dann relativ schnell in meinen 2 Profijahren erfahren, dass ich auf dem Niveau bei Bayern München nicht mithalten kann. Und ich musste in jedem Training an oder über meine Grenze gehen, um einigermaßen mithalten zu können. Die physischen Voraussetzungen waren eben noch nicht da. Ich hatte sehr, sehr viele Verletzungen. Und insgesamt, wenn man so diese Zeit zurücktritt, einfach wenig Zeit, um mich dann auch vielleicht auch noch entwickeln zu können, weil es war Arbeit, Fußball, Spiele und ganz, ganz wenig Freizeit. Und ja, diese 2 Jahre Profi bei Bayern haben dann eben bei mir schon ausgelöst, zum damaligen Zeitpunkt, dass ich das vielleicht auf diesem Niveau nicht mehr so möchte. Und deshalb auch dann der Wechsel in die Oberliga und nicht zu einem anderen Profiverein. Ja, für mich war erstmal wichtig, nach den vielen Verletzungen wieder regelmäßig zu spielen. Und vielleicht war dann auch ein bisschen Angst mit dabei, jetzt in die zweite Liga zu wechseln als Beispiel. Es gab viele Anfragen aus der zweiten Liga und dort auch nicht zu spielen. Kann gut sein, dass da die Angst vielleicht auch ein bisschen überwogen hat. Und deshalb der Schritt dann zum SV Lohof. Zum einen kannte ich den Trainer natürlich schon sehr lange. Zum anderen waren viele Spieler in meinem Alter dort und es war für mich so wie ein Heimkommen. Ja. Ich habe da Jungs in meinem Alter gemeinsame Interessen. Wir waren schon auch leistungsorientiert und wollten erfolgreich Fußball spielen und das hat mich dann auch dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen. Wir waren sehr erfolgreich, wir sind dann auch direkt in die Regionalliga aufgestiegen. Wir waren eine der besten Amateurmannschaften in Deutschland. Und der Plan war eigentlich, in der dritten Liga in Lohof zu bleiben. Nur hatte ich da so diesen kleinen Schubser gebraucht von meinem damaligen Trainer. Und natürlich muss ich auch sagen, dass sich da dann speziell der erste FC Nürnberg sehr um mich bemüht hat. Und mir das zum damaligen Zeitpunkt auch sehr imponiert hat, vor allen Dingen das Verhalten vom damaligen Trainer, von Friedel Rausch, der mich unbedingt haben wollte in Nürnberg. Und deshalb bin ich dann diesen Schritt auch gegangen. Also ich glaube, diese Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, mit dem Schritt von der U19, FC Bayern München zu den Profis, FC Bayern München mit den Größten, zusammenzuspielen und dann so einen Knick zu bekommen, um dann zurückgehen in die Oberliga, das konnte mir auch kein Trainer erklären, sondern das waren eigene Erfahrungswerte und deshalb glaube ich, dass ich da gerade für junge Spieler schon ein guter Ansprechpartner sein kann, wenn dieser große Schritt kommt und es vielleicht mal nach einer guten Zeit den einen oder anderen Rückschritt gibt. Und dann glaube ich schon, dass ich dann Erfahrungswerte habe, die den Jungs dann auch helfen können. Dass ich nach meiner aktiven Karriere tatsächlich den Schritt gegangen bin, um Trainer zu werden, habe ich meinem ehemaligen Trainer, dem Benno Müllmann, zu verdanken. Er war mein Trainer in meinem vorletzten Jahr als Spieler und wir hatten ein langes Gespräch, wie er mich sieht, wie er meine Zukunft sieht und es hat mich ja schon animiert dann auch, während meiner aktiven Zeit dann noch zu beginnen, um die Trainerscheine zu machen. Das hat mir natürlich sehr geholfen, weil zum damaligen Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wo meine Reise dann am Ende meiner Karriere dann auch tatsächlich hingeht. Und für mich waren das super Erfahrungswerte, dann über die B-Lizenz zur A-Lizenz zu kommen und
letztlich dann mit Beginn der A-Lizenz und war der Wunsch dann schon sehr groß, tatsächlich als Trainer später zu arbeiten. Ja, für mich habe ich meine zwei Traumberufe habe ich erreicht. Ja, das war einmal, ich habe es geschafft, Fußballprofi zu werden habe es jetzt geschafft, im Profibereich als Trainer zu arbeiten und bin jetzt hier bei Hannover 96 angekommen. Ja, und ich habe einen langfristigen Vertrag hier unterschrieben.